Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Kornel, wir sind zurück bei The Binding of Isaac und wir gehen in den nächsten Lauf. Wir sind Golden Boy, ja, das haben wir im letzten Lauf gesehen, warum, ich habe es nachgestellt. Und wir wollten heute mit Judas spielen, denn mit Judas müssen wir die Chest sowieso noch machen. Und mit Judas haben wir das Buch und das Buch führt dazu, dass wir immer einen Geheimraum kriegen, einen Teufelsraum oder Engelsraum, und wir werden dem Teufel jetzt den Rücken kehren. Judas ist auch stark genug, dass wir das auf jeden Fall machen können. Und ja, das führt im Grunde einfach dazu, dass wir jetzt einfach ganz stumm versuchen, zwei Engelsräume zu bekommen. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Das könnte auf jeden Fall funktionieren. Und wenn wir zwei Engelsräume haben, wir müssen uns auf jeden Fall auch die Bomben aufheben dafür. Wenn wir zwei Engelsräume haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, die zwei Schlüsselfragmente zu holen. Und wenn wir die beiden haben, dann können wir zu Mega-Satan. Und ich kenne Mega-Satan nicht, aber ich denke, dass das ein richtig cooler Typ ist. Ein richtig cooler Typ muss das sein. Ich meine, das ist Mega-Satan. Das ist quasi der Vater von Satan, oder wie? Ich bin Kornel und mein Papa ist Mega-Kornel. Das ist ja relativ normal, ne? Immer wenn der so beim Arzt sitzt, dann ruft der Arzt immer so, Herr Mega-Kornel, bitte. Und dann denke ich mir so, Papa, du bist dran. Ja, ich denke, so ist es. Das ist eine wahre Geschichte. True Story und so. True Story, mein Bruder, True Story. Ich weiß, danke, ja. Ach ja. So, Gemini, ich töte dich. Bam, 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 bam. Bam, bam, ich töte dich. Juhu. Du bist ja so richtig schwach, Gemini und seine Crew. Bam, 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 bum, 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 Gemini, ni, bum, bum, bi, dum, dum. Oh, und da ist er tot, der kleine Gemini, und ich töte noch seinen Bruder, sein kleines, oder ist es sein Kind? Ich weiß es nicht. Was bist du eigentlich? Bist auf jeden Fall ein bisschen rot angelaufen. Ich wollte nicht. Da muss dir nicht peinlich sein, Kollege. Ich meine, dein Papa ist halt kein Mega-Gemini, ne? Aber das ist so. Es ist halt so. Ich weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Eine Range-Up. Eine Range-Up ist auf jeden Fall schon mal eine nette Sache. Wir haben 10 Münzen. Weiß ich nicht, ob wir damit dann da rein wollen. Sind auch nur 3 Münzen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sehr gerne noch hier in den Curse-Raum, auch wenn wir da... Ja. Auch wenn wir da ein ganzes blaues Herz verlieren, das ist halt jetzt einfach so. Jetzt sind wir auch noch bei Are You Wizard unterwegs. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber leben wir mit. Wir gucken mal in den Shop rein. Ja, und schau mal einer an. Ist sogar reduziert. Können wir aber nicht gebrauchen. Nicht so wirklich, ne. Hm. Nee. Dann behalten wir lieber alles. Machen wir mal keine verrückten Sachen, lassen alles so, wie es ist. Gehen in die nächste Ebene und freuen uns einen Ast ab. Och Mann, ey, ich habe momentan ein bisschen Halsschmerzen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, wenn ihr das hier guckt, aber gerade eben in diesem Moment habe ich ein bisschen Halsschmerzen und... Alter, super... Ja, genau! Yo, super Point! Alter, ich glaube, wir sterben. Ich glaube, wir sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Problem ist, wenn wir vor den Bomben ausweichen, wir dürfen uns nicht so komplett... Ja, Alter, Alter. Wir kriegen das neue Leben-Item. Das ist gut, weil wir hatten sowieso nur einen Herzcontainer. Ich will zwar nicht unbedingt wieder Gappi werden, aber... Ja, da wir keine Teufelsdeals annehmen, ist das Risiko, Gappi zu werden, ja schon ein bisschen kleiner. Ui, das war knapp. Aber da wir sowieso immer einen Teufelsraum kriegen, ist es ja egal, wenn wir Damage kriegen. Und von daher ist auch nicht so schlimm, wenn wir hier eventuell mal sterben sollten oder so. Weil wir vielleicht so ein TNT-Ding neben uns hoch in die Luft sprengen. Oder die Spinne uns trifft. Es können viele Dinge passieren, die dazu führen, dass wir sterben. Aber wir kämpfen damit. Wir leben damit. Du bist mein kleiner Freund. Punching Back. Ich punche dich nicht. Punching Back, ich punch dich nicht weg, denn du bist mein kleiner Freund.
Du bist richtig süß, dein Haar ist zerkräuselt. Ich liebe dich, mein kleiner Freund. Das war mein Punching Bag Rap. Ich weiß, Freund auf Freund zu reimen ist nicht. Auf den ersten Blick ist es nicht die beste Art und Weise. Aber ich bin Profi, vertraut mir, das ist stilistisch Mittel. Ne? Das ist eine Brücke, die man baut mit einem Bild. Das ist wie eine Metapher, nur anders. Das ist, ist so. Ja, das macht man heutzutage so. Die Rapper von heutzutage, die machen das so. Kornel, bist du behindert oder warum machst du immer? Weiß ich auch nicht so genau. Boah, Alter, Spinnen auf dem Boden, Fliegen, die auf dich schießen und Fliegen, die dich verfolgen. Ist echt nicht der allerschönste Raum hier. Ist es nicht, aber wir leben damit. Und wir leben gut gerade, wir leben gut. Sind halt echt viele Gegner, ne, so. Halt viele kleine, ja, aber die musst du halt erstmal alle treffen. Lass bitte meinen Punching Bag in Ruhe, bitte hört auf. Bitte hör auf, bitte, bitte, bitte hör auf. Das ist mein Freund, ich will nicht, dass man dem weh tut. Dankeschön. Die Bibel. Ja, ist es denn? Ist es denn die Bibel? Ja. Nehmen wir wieder nichts mit. Ich hätte gerne den Kompass oder die Karte bekommen oder so, aber... Leben wir damit. Leben wir damit. Ich kann damit auf jeden Fall leben. War ja jetzt kein aller... Ja... Wir haben ja zum Glück die Schlüssel. Dass man das mal sagen kann, ne? Das ist auch eine Seltenheit, aber wir haben sie halt. Och nee, nicht Pin. Pin ist so ein richtig doofer Gegner, aber wir machen guten Schaden. Wir machen richtig guten Schaden. Er springt auf Punching Bag. Oh, ja. Das war schlecht reagiert, aber egal. Damit können wir leben, damit können wir leben, damit können wir leben. Da ist auch der Teufelsraum, den wir natürlich mal kurz betreten, um zu gucken. Nur einmal gucken. Oh, Krampus. Ah. Ja, das war ungefähr geplant. Ich glaube, wir dürfen auch das Item von Krampus annehmen. Das zählt nicht als Teufelsdeal. Ich hoffe es einfach mal. Sollten wir danach nochmal einen Teufelsraum bekommen, werde ich da einfach den Deal ablehnen. Wir kriegen Kohle, das ist auch schön, weil wir hatten ja im letzten Lauf schon Krampus-Head. Und ich habe das Gefühl, dass wir echt oft Krampus-Head haben. Wobei das auch wieder so eine subjektive Wahrnehmung sein kann, die gar nicht stimmt, aber... Paralyse? Nee. Oh, ein Lebensupgrade! I can see forever. Forever young. I want to be forever young. Ich habe ein schwarzes Herz gefunden. Das freut mich. Forever young. I want to be forever young. Das ist hier ein richtig scheiß Raum. Aber Punching Bag hat uns echt gut geholfen. Da ist ein blauer Stein. Den hätte ich gerne, auch wenn ich 2 Bomben dafür aufwenden muss. Das tue ich gerne. Für 2 blaue Herzen. Das ist ein sehr guter Deal. Ein sehr guter Deal. Kein Teufelsdeal. Auf solche Schweinereien lassen wir uns nicht ein. Wo ist denn der... Hä? Hä? Ach so. Hä? Es sind einfach beide Räume, die nur an einen Raum angrenzen. Was ist, siehst du? Jetzt sieht man das mal. Das ist manchmal Verarsche. Weil manchmal findest du die ja nicht, ne? Dann denkst du dir so, hä? Der muss doch da sein. Ja. Jetzt seht ihr das mal. Ist ja voll die Verarsche. Naja, okay. Kann ich mitleben. Ich sehe ja Forever. Wobei, ich sehe nur Forever. Ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich habe irgendwie einen spuckigen Mund. Aber leben wir damit. Ich guck mal rein. Eine 2. Was macht eine 2?
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte die zwei schon öfters. Also ist nicht so, dass ich sie noch nie hatte, aber... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie macht. Die 2. Also die 1 und die 6 würfeln, glaube ich, meine Items neu. Die 2 würfelt vielleicht die Ebene neu, will ich aber eigentlich auch nicht. Oder... Ich weiß es nicht. Ist auch egal, wir gehen einfach nicht drauf. Fertig, aus. Ein goldener Schlüssel. Den nehme ich doch mit. Den nehme ich doch mit. So. Wir brauchen auf jeden Fall die Engelsräume, ne? Da kommt jetzt... Führt kein Weg dran vorbei. Engelsraum, ich brauche dich. Die Viecher können wir natürlich relativ... Da können wir relativ leicht ausweichen. Das sind sehr einfache Gegner. Der Wafer. Alter. Wenn wir jetzt einfach mal mit Hinblick darauf, dass wir halt zum Mega-Satan wollen, ob wir das schaffen, ist eine andere Frage. Ist der Wafer einfach unfassbar stark. Unfassbar stark. Okay, die schwarze Kerze kaufen wir uns. Nein, das ist Evil Up. Oh nein. Dann kriegen wir bestimmt... Oh nein. Jetzt kriegen wir bestimmt immer dann... Oh nee. Ich wollte das nehmen wegen der Curse Immunity. Aber das ist ja ein Evil Up. Das verstärkt, glaube ich, die Teufelsräume. Also, dass die verstärkt aufkommen. Und das, meine lieben Freunde, wäre natürlich genau das, was ich nicht möchte. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das verhält. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Der Bibeltrakt, der wäre auch ganz nice. Den würde ich jetzt sogar mitnehmen. Müssen wir mal schauen. So, wunderbar, getötet. 1, 2, 3, sauber. Okay, einfacher Raum könnte schwieriger sein. Oh mein Gott, ich habe Schaden bekommen. Ich habe zweimal Schaden bekommen. Ah, es war eigentlich ein einfacher Raum, aber ja. Alter, was ist denn los? Ich mache so wenig Schaden. Ich mache wirklich richtig wenig Schaden. Bei den Bossen habe ich halt noch das Buch, sonst würde ich, glaube ich, sterben vor Schadenslosigkeit. Gurdy Junior. Oh ne, nicht der Gurdy Junior. Okay, schieß auf mein Punching Bag. Damit kann ich leben. Shit. Okay, aber wenn da die Steine an den Seiten sind, dann macht das den Boss so viel schwieriger, weil du halt im besten Fall erstmal die roten Viecher kaputt machen musst. Im besten Fall machst du erstmal die roten Viecher kaputt und danach machst du dann halt den Boss fertig, weil dann ist er halt wieder einfach, aber dieser Schritt, bis du halt diese roten Viecher kaputt hast, oh fuck, ist halt echt ein bisschen nervig. Wir haben Engelsraum bekommen. Danke. Danke, danke, danke. Scapula, okay, ist nicht das Beste, was man kriegen kann, aber nehmen wir mit. Yuffie Blast. Die Bombe trifft. Wunderbar, wunderbar. Jetzt müssen wir den halt nur besiegen. Und, ja klar, wir brauchen noch einen zweiten Engelsraum danach. Ne, das heißt, auf gar keinen Fall einen Teufelsdeal machen. Wir brauchen zwei Engelsräume, dann haben wir den Schlüssel komplett, wenn ich mich nicht täusche. Und dann können wir da ruhigen Gewissens alles machen, was wir wollen. Denn dann sollte das möglich sein, zu Mega-Satan zu kommen. Krass, okay. Eieieiei. Flieg nicht so weit oben, da kann ich dich nicht so gut treffen. Okay, die Kämpfe sind wirklich nicht so schwierig.
Aber gut, dann schauen wir mal, ob das so gut weiterläuft. Wir sind in den Caves 1. Also wir haben noch 4 Ebenen Zeit, noch einen Engelsraum zu bekommen. Das heißt, wenn wir keinen Teufelsdeal machen, kriegen wir, glaube ich, zwangsläufig irgendwann nochmal einen Engelsraum. Das muss eigentlich so sein. Okay. Ja, will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben. Gut, dem geben wir mal noch immer rote Herzen, wenn wir rote Herzen kriegen. Kann ja nicht schaden. Zack. Haben wir ein Damage abbekommen? Nee, oder? Habe ich mich echt treffen lassen? Oh. Warum machen mir diese komischen Gegner, die dich nie treffen, auf einmal Probleme? Ich verstehe das nicht. Eine Pille. Nehmen wir dich, Pille. Ja. Warum habe ich sie genommen? Ich hätte es einfach lassen. Ich kann Pillen nicht nehmen. Wie seid ihr denn da so eingestellt, wenn ihr auch Isaac spielt? Nehmt ihr Pillen immer, so wie ich, oder könnt ihr die auch liegen lassen? Ich kann das einfach nicht. Ich kann Pillen nicht liegen lassen. Das fühlt sich für mich einfach schlecht an. Ich bin einfach zu neugierig dafür. Ich bin ein zu neugieriger Junge. Es ist einfach so. Keine Ahnung, ob das eine schlechte Eigenschaft ist, aber ich kann da nichts gegen tun. Ich kann da nichts gegen tun. Ich kann da nichts gegen tun. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ich kann da wirklich nichts gegen tun. Ich kann da wirklich nichts gegen tun. Ole. Geh nochmal hoch, geh nochmal hoch, geh nochmal hoch. Komm. Ja, wunderbar. Oh, wie viel? Oh. Der hätte fast überlebt, ey. Oh. Nervige Gegner, vor allen Dingen mit so geringem Damage. Kannst du aufhören, den anzugreifen? Das ist mein Freund und ich will nicht, dass ihr dem wehtut. Oh, komm mal her, komm kuscheln. Ich möchte doch nicht, dass die dir wehtun, aber die tun das einfach. Tun. Herr Thun von Taxis, kennt ihr den? Nee. Der heißt irgendwie so, Herr Thun von Taxis oder so. Das ist ein Kommentator, ein Fußballkommentator. Nein, 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 nein. Oeo Balu, Oeo Balu. Freunde seien durch dick und dünn. Was hat mich denn da getroffen, Alter? Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht. Ja, komm. Ja, steh auf. Ja, steh wacker auf. Der steht nur auf, wenn ich in der Nähe bin, aber schießt dann auf ihn. Okay, X-Ray Vision ist natürlich stark. Ist eine starke Sache. Okay. Der Raum hat mir irgendwie Angst gemacht, aber war dann gar nicht mal so schlimm. Oh nein! Nein, nein, nicht so viel unnötigen Damage, bitte. Nicht so viel unnötigen Damage. Unnötiger Damage ist auch immer relativ, ne? Eigentlich ist jeder Damage unnötig, aber nicht bei so einfachen Gegnern. Das ist halt, muss man sich halt mal ein bisschen zusammenreißen, dann geht das schon. So, sind wir hier beim Boss? Ja. Gehen wir jetzt erst nochmal zurück, dem Bettler Herzen geben? Nee, ich glaube nicht. Nee. Guck mal, wir haben noch an. Nee, nee. Das tun wir nicht. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko. Auf jeden Fall kein Risiko. Ich muss mir auf jeden Fall auch noch eine Bombe aufheben, aber eine Bombe können wir hier auf jeden Fall benutzen. Vielleicht auch zwei. Ja, und jetzt töten wir ihn einfach. Dürfte nicht mehr so schwierig sein. Dann brauchen wir nämlich das Buch hier nicht einsetzen. Dann können wir das Buch einsetzen bei dem Engel, wenn wir jetzt einen Engelsraum kriegen. Little Chad has appeared in the basement. Wir kriegen einen Teufelsraum. Na.
Will ich Little Chat mitnehmen? Ja, ja. Sister Maggie. Tut mir leid, aber wir brauchen einen Engelsraum. Ich glaube, wir haben jetzt wieder einen Teufelsraum bekommen, weil wir halt einen Engel umgebracht haben. Und dann bekommst du erstmal keinen Engelsraum mehr. Aber wenn wir jetzt wieder keinen Teufelsdeal eingehen, kriegen wir, glaube ich, gleich wieder einen Teufelraum. Ich glaube, so war das. Ich habe 2 Bomben. Ich würde das Risiko eingehen und meine Herzen opfern. Ich kann mir dann da ja neue holen. Wenn ich das gerne möchte. Vielleicht droppt hier ja noch was. Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wir müssen auch noch den anderen Geheimraum finden. Von daher auch da alles easy. Und irgendwie... Irgendwie ist der nirgendwo. Hä, aber wir haben doch... Ach nee, wir haben den schon gefunden. Ah, tut mir leid. Das war mein Fehler. Aber jetzt können wir doch da rein. Eine goldene Kiste. Ich könnte da drinnen sterben. Das ist es mir nicht wert. Auf der anderen Seite... Die Karte nehmen wir mit, auf jeden Fall. Jetzt können wir uns leider nicht mehr das blaue Herz da leisten, aber das sollte nicht so das Problem sein. Okay, jetzt kommen wir in die Tiefen 1. Das ist alles noch easy. Wir brauchen noch einen Engelsraum, wichtig, aber wir brauchen auch HP-Upgrades und so, oder? Blaue Herzen oder so. Ist halt auch nicht so. Wir sind da, ja, was soll ich sagen, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir hier... Hä? Machst du Schaden? Haben uns treffen lassen. Ist natürlich auch nicht so gut. Wir haben keine Bombe mehr. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Bombe da oben. Wir müssen auf diese Bombe aufpassen. Ah, shit. Shit, 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 shit. Nein, nicht sterben. Oh nein, nicht sterben. Oh, bitte nicht. Oh, nein. Nein, bitte nicht. Alter, Alter, Alter. Ich... Alter, 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 Alter. Boah, diese Gegner, die auf dich hüpfen, die sind so scheiße. Oh. Uiuiuiui. Ist hier irgendwo ein blauer Stein? Korn und halt die Augen auf. Schau auf diese Kreuze drauf. Ich brauche halt Herzen. Ich brauche halt Herzen, aber... Oh, 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 ach so. Das wusste ich nicht. Das habe ich so irgendwie gerade nicht mitbekommen, dass da ein Gegner drin ist. Eine Bombe gegen 2 Bomben. Ach ja, wir müssen die Geheimräume ja gar nicht aufsprengen. Das habe ich gerade vergessen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Bomben. Ich muss unbedingt im Kopf behalten. Das kann kein Kreuz sein. Das kann kein Kreuz sein da unten. Ich muss mir auch im Kopf behalten, dass ich auf jeden Fall... Alter, fuck. Dass ich auf jeden Fall...
mir eine Bombe aufheben muss. Eine Bombe aufheben, elementar wichtig. Wir haben nur 2 Herzen. Das ist einfach viel zu wenig. Es ist einfach viel zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig, weil... Oh, der Goldraum. Nee, da trifft der Pisser mich. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Oh mein Gott. Attackfly. Dies war stark, aber wie? Ey, und ohne Spaß, wie soll ich denn da durchkommen? Ja, genau. Ja, ich bin... Oh. Wir haben Scapula, stimmt. Ja. Das ist, macht die Sache eigentlich gerade gar nicht so schlecht. Das ist das Lustige daran. Macht es gerade gar nicht so schlecht, dass wir Schaden bekommen haben. Weil jetzt haben wir ein blaues Herzchen. Und wir können die roten ja wieder auffüllen. Und dass die mich nicht getroffen haben, war auch purer Skill. Purer Skill, meine Freunde. Purer Skill. Ist gerade ein etwas anstrengender Part. Ne? Ist nicht so high-detail, lustig wie der letzte. Wo ich, wo man dann so locker von der Hüfte ein, zwei Witze reißen kann. Fick dich, Brimstone-Ding, Alter. Der trifft mich immer. Aber es ist auch ein interessanter Lauf, wie ich finde. Er ist halt anspruchsvoll. Das Ding ist halt einfach, ich würde gerne Mega-Satan besiegen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Störgeräusche gerade gehabt, glaube ich. Ich will halt gerne Mega-Satan besiegen. Dafür brauchen wir aber Herzen. Dafür brauchen wir Herzen. Wir haben den Wafer, das ist natürlich eine gute Sache. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne alle 12 Herzen voll. Aber... Wir kriegen in der Chest ja auch noch ein paar Dinge. Vielleicht sind wir bis dahin gut ausgerüstet. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Hier ist bestimmt irgendwo ein blauer Stein. Aber ich sehe ihn einfach nicht. Finde ich auch ein bisschen schwierig, den so... Manchmal erkennt man die gut und manchmal nicht. Ich habe den goldenen Schlüssel, deswegen können wir hier locker durchgehen und uns die Bomben schnappen. Ist gar kein Problem. Wir haben einen großen Bossraum. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Sollte aber trotzdem kein Problem sein. Okay. Nein. Egal. Wir brauchen bei den Engeln nicht unbedingt eine extra Damage. Und die Viecher haben halt nicht so viel Leben. Deswegen, dass es sich vielleicht ganz gut anbietet, dann hier ein bisschen drauf zu nuken. Bam. Bombe hat getroffen, glaube ich. Aber die haben doch mehr Leben, als ich erwartet habe. Aber... Ja doch, geht gut down, das ist auf jeden Fall unstrittig. Wir kriegen aber nur einen Teufelsraum. Und den müssen wir jetzt ignorieren, egal was da drin ist. Okay, die Kiste können wir nehmen. Ja, hat uns nichts gebracht. Den Ziegenkopf brauchen wir nicht, denn der Hut macht das Gleiche. Das Buch, Alter. Der Hut, ja. Und das Guppy-Collier wäre unser zweites Guppy-Item. Aber dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Wir können aber, und ich weiß nicht genau, warum ich das nicht getan habe, in den Curse-Raum gucken. Also in den Zacki-Zacki-Raum. Ist doch der Curse-Raum, oder? Ich kenne ihn nur unter Zacki-Zacki-Raum. Wahrscheinlich wegen Holly LP. Because I'm just looking a lot of the parts of Holly LP and I think they he's saying this a lot of times. Yeah. Paralyse ist immer eine gute Sache. Da kann man mal kurz innehalten, ne? Da kann man mal kurz so die Hände von der Tastatur nehmen und sich fragen, wo bin ich, wer bin ich und warum bin ich? Und meistens kommt dabei nur Scheiße heraus, wenn man darüber nachdenkt. Deswegen denkt nicht darüber nach, aber... Ich wollte mal gesagt haben, ich brauche noch einen Engelsraum. Bitte. Ist auch okay, wenn ich bei Mega-Satan sterbe. Ich würde ihn aber gerne mal treffen. Ey,
Ich weiß, ich habe bei der Frau keine Chance, aber ich kann sie doch mal treffen. Wer weiß? Vielleicht passieren Wunder. Vielleicht mag sie es, wie ich meine Pommes mit der Hand esse. Ich weiß doch nicht. Vielleicht. Es tut mir leid, aber. Okay, ja. Ich habe eine Vermutung, wo der Boss ist. Ich gehe aber erstmal dahin, was ich nicht vermute. Weil das ja meistens immer. Ich bin so dumm. Ah, ich bin so dumm. Okay, wir haben sogar 14. Wir haben sogar viele Schlüssel. Ich glaube, der droppt kein Item. Kann es sein, dass der einfach immer Kisten droppt? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist ein Schmuckstück. Damit können wir ein paar Türen irgendwie knacken. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber wir haben es. Und das ist die Hauptsache. Oh, die haben sich irgendwie... Die bangen sich irgendwie... Ach nein! Die sind bei meinem kleinen Freund da. Weil die den mögen. Ich mag den auch. Deswegen ist es ja mein Freund. Uiuiui, das war natürlich eine knappe Geschichte. Super. Ohne Damage durchgekommen. Ist da oben der Boss? Nein. Aber der Shop. Da können wir jetzt locker flockig reingehen. Mit richtig viel Geld. Jetzt wichtig hier... Nein! Alter, irgendwie treffen... Ich weiß nicht warum... Das muss ein Bug sein, aber wenn du ganz an der Wand gehst, treffen die dich nicht. Manchmal zumindest. Oder? Ich hatte das schon mal, so wie gerade. Weil eigentlich stand ich ja voll drin im Strahl. Tears down. Okay, rote Herzen haben wir genug. Die Batterie. Ups, sorry. Das wollte ich nicht. Wir nehmen die Batterie, denn dann können wir hinterher, wenn es schwieriger wird, vor allen Dingen in der Chest oder so, falls wir da hinkommen, können wir, glaube ich, öfters unser Buch einsetzen. Sind wir einfach öfter stärker. Ich denke, dass es sich lohnen wird. Warum gehe ich jetzt nach hier hinten? Nein, oh Mann! Jetzt kriege ich nicht so viel unnötigen Damage. Unnötiger Damage, Cornel, was ist unnötiger Damage? Du kriegst Damage, weil du doof bist und getroffen wirst. Da habt ihr recht. Unnötiger Damage ist Damage, wenn man getroffen wird, obwohl man eigentlich sich nicht hätte treffen lassen müssen. Das finde ich sehr unnötig. All Stats up. Yes. Leute, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich muss immer mal auf blaue Steine achten, aber ich finde die einfach nicht. So, du musst sterben, du musst sterben, du musst auch sterben. Man muss diese Gegner halt einfach nur immer in die richtige Richtung schießen lassen. Wunderbar. Schlüssel können wir gebrauchen. Da ist der Boss. Ich dachte mir von Anfang an, dass er da ist. Aber wir haben den Goldraum und den wir haben alles, okay. Wir sind auch schon bei Mom. Ist egal, wir gehen einfach rein. Wir gehen einfach... Ja, komm. Isaac! Boss-Raschmut kriegen wir eh nicht. Sind wir viel zu langsam für... Nein! Ah, Mann, ey! Die soll mal hier zutreten. Komm, tritt! Ah, ich würde gerne, dass sie da mal zutritt, weil da ist eine Bombe. Aber ich denke... Wir sollten uns dann jetzt nicht so drauf konzentrieren, sondern wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, dass wir jetzt Mutter töten. Ich bin doch ausgewichen! Ich verstehe das nicht.
Oh, der Kampf gegen Mutter ist einfach so schwierig. Na, oh, die tritt auf mein Punching Bag, Boy Bam. Manchmal. Bitte gib mir einen Engelsraum, bitte. Wir haben tatsächlich den zweiten Engelsraum bekommen. Okay. Alter! Das Sacred Heart! Wir haben das Sacred Heart bekommen! Das sieht jetzt nicht so krass aus, Leute, aber wartet mal ab. Seht ihr diesen Damage? Seht ihr diesen Damage? Der Damage ist gar nicht so krass, aber es sind einfach Homing-Tiers. Oh, okay, der zweite Engel ist, glaube ich, stärker. Das ist interessant. Ja, auf jeden Fall. Der erste war ja gar nichts. Unsere Schüsse werden wegen der Kohle immer größer. Und wir haben den Schlüssel zusammen. Ach, jetzt haben wir erst Dad's Key freigeschaltet. Und wir haben die Challenge Family Man freigespielt. Okay. Wir sprengen die ganzen in die Luft. Zwei blaue Herzen hat sich mega gelohnt. Richtig gut. Und wir brauchen, glaube ich, nur noch einen Raum, um das Buch aufzuladen. Weil in dem, wo wir es einsetzen, laden wir es ja auch einmal auf. Also wir brauchen quasi nur noch zweimal aufladen. Das heißt, wir haben immer einen Raum, wo wir es nicht einsetzen können. Okay, krass. Wir haben den Schlüssel zusammen, Freunde. Das bedeutet, wir können, wenn wir in die Chest kommen, zu Satan gehen, zu Mega Satan. Und wir haben das Sacred Heart. Alter. Alter. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind stark. Ich glaube, es wurde ein bisschen schwächer gemacht, aber damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich bin mal gespannt, ob wir. Also, wir kriegen ja sowieso einen Raum. Mal gucken, ob wir jetzt wieder einen Teufelsraum kriegen. Vielleicht ist da ja ein guter Deal drin mit einem Damage-Up oder so. Das würden wir auf jeden Fall ja dann nehmen. Das, alles andere wäre Schwachsinn. Alles andere wäre Schwachsinn. Ole, ole, ole. Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Oh, krass. Freunde, 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 was erleben wir hier zusammen? Was werden? Es ist so schön. Es ist. Ist denn heute schon Weihnachten? Wir haben das Sacred Heart bekommen. Alter, jetzt noch ordentlich Damage kriegen und wir sind einfach so krass. Und Cancer und Tears Up und alles einfach. Pheromone, ja, okay. Wenn es sein soll, kann ich damit leben. Ole, 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 die Hassgegner der Welt. Oh, fuck you, ey. Wir haben den Wafer auch, ne? Darf man immer im Kopf behalten, ist mega stark. Wafer, Sacred Heart, göttliche. Ich müsste diesen Part dann nennen. Göttliche Fügung Richtung Mega Satan oder so. Irgendwie so, göttliche Fügungen zum auf dem Weg zu Mega Satan. Ich weiß nicht, irgendwie so müsste man das nennen. Mal schauen, was ich da mache. Oh mein Gott, ey. Oder Mega Satan versus Sacred Heart. Das ist schon ein Titel, ne? Da kommen schon mal Leute zu Besuch. Oh, das war durchaus ein bisschen knapp, aber ich hasse es so sehr, ich hasse es so sehr, ich hasse es so sehr, so sehr, so sehr, so sehr. Oh, so gut, ey, durch den langsamen, also durch die langsamen Tränen, die wir auch haben, ist das Ganze auch, ja, danke. Anstatt ich jetzt hier irgendwie Cancer bekomme oder so. Oh, stellt euch mal vor, wir würden Cancer bekommen. Alter. Alter, das Leben wäre Wahnsinn. Womp 1. Bam. Der bewegt sich nicht. Das ist so ein. Guck mal,
wie viel Damage wir machen. Mit dem Buch zusammen richtig stark. Die Kohle, das Buch, die Tränen fliegen so langsam. Deswegen werden sie durch Kohle auch immer stärker. Alter. Oh, Squeezy Tears, danke. Tears ab. Und zwei Seelenherzen. Richtig gut. Und noch ein Gottesraum. Die Taube, wir können fliegen und haben Spectral Tears. Alter. Oh, wir haben volle Herzen. Alter. Leute, ey. Es war... Man muss es hier auch mal wieder sagen. Es war ein schwieriges Ding. Wir waren schwach, wir hatten wenig Herzen. Und wir haben die Teufelsdeals ignoriert. Und wir haben trotzdem... haben es geschafft. Wir wurden belohnt für unsere Hartnäckigkeit. Da kann man echt mal sagen, da wurden wir belohnt. Ja. Klar, das war lange Zeit ein bisschen holprig. Ich meine, wir sind schon 41 Minuten... Hä? Wo sind wir? Utero 2, ach so. Wir sind ja auch schon 41 Minuten im Part, ne? Ich denke, dass der Boss ganz unten ist, aber wir gehen erstmal nach oben. Ist der kürzere Weg. Ach ja, deutsche Wörter konjugieren, das ist immer eine sehr gute Sache. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Whoops. Alter, ich finde diese Gegner so schwierig, dass ich hier nicht getroffen wurde. Wahnsinn, ja. Ich dachte, eventuell ist hier oben der Boss, ist er aber nicht. Deswegen gehen wir auch direkt wieder. Dann ist er wahrscheinlich unten, ganz unten. Am südlichsten Punkt dieser Karte. So. Oh, wie gut sich einfach alles entwickelt hat. Manchmal muss man einfach ein bisschen durchhalten, ne? Sich durchbeißen. Ja. Aber dann lohnt es sich auch. Was warst du noch? Ich kann ja fliegen. Ah, ich kann auch fliegen. Und wir haben den Wafer. Das bedeutet, wir haben eigentlich doppelt so viel Leben. Wir haben doppelt so viel Leben. Ich glaube, besser können wir nicht zu Mega-Satan kommen. Ich habe gehört, der soll sehr schwer sein. Ich glaube, wir können nicht besser zu Mega-Satan kommen. Und ich hatte recht. Der Bossraum ist am südlichsten Punkt der Welt. Warum spawnen wir oben? Ja, treff mich einfach. Richtig nerviger Geselle. Ja, treff mich einfach nochmal. Ach so, setz doch das Buch ein. Oh, ich bin so dumm. Okay. Boah, guck mal, wir haben auch eine richtig gute Range. Richtig stark, richtig stark. Oh ja, hier ist gerade natürlich ein bisschen schwierig, dann permanent Damage auf den Boss zu machen. Ah, haben wir ein bisschen Schaden bekommen, aber lässt sich mit leben. So, für alle, die vielleicht denken, ein Teufelsstil, nee, hier geht's nur nach unten. Mir hat irgendwann mal jemand geschrieben, dass ich einen Teufelsstil vergessen habe. Eventuell meinte er den hier, weil, ne? Aber vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch dumm. So. Wunderbar. Boah. Wir sind bei Isaac, ole, ole, ole. Dann müssen wir ihn jetzt noch töten, das wäre wunderschön. Alter, bitte hört auf. Da ist ein blauer Stein, das sehe ich doch sofort. Meine geschulten Augen übersehen nichts, was blaue Steine angeht. Niemals im Leben. Oh nein. Oh nein, meine Freunde, die epische Musik. Die wird immer epischer. Ich liebe diese Musik, ich weiß auch nicht, ey. Die macht so ein gutes Feeling. Oh, du denkst so, Alter, gleich geht's ab. Und es geht ja auch ab. Es wird wahrscheinlich richtig abgehen. Wir gehen so mega, Satan, Alter. The Fool. It's crazy like the Fool. Badum-bum. Das ist natürlich verlockend. Drei rote Kisten, aber. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich möchte. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ey. Uiuiui. Uiuiui. Duke of Flies dürfte ja kein Problem sein. Was ist auf der anderen Seite noch ein Duke of Fly? Ja. Der hat schon ordentlich Fliegen gespawnt, aber ist natürlich kein Ding. Kein Problem. Wunderbar. Ja, wo ist der Boss wohl? Eventuell da. Wir setzen das Buch bei dem ein, weil der hat echt viel AP und ich habe immer ein bisschen Angst vor dem. So können wir ihm auf jeden Fall schnell genug runternuken. Huiuiuiui. Er hat unseren Bamba die da angegriffen, unseren Punching Bag. Was ich natürlich nicht gut finde, ne? Ich liebe mein Punching Bag. Da ist nicht der Boss, hier ist auch kein blauer Stein, das ist schade. Dann gehen wir mal nach hier unten. Hier ist auch kein blauer Stein, oder? Doch, Cornel, da. Guckt doch hin, ja. Würdet ihr jetzt einen sehen, würde das natürlich nichts bringen, dass ich euch frage, weil ich kann euch leider gerade nicht hören. Es tut mir leid, aber ich höre euch nicht. Da ist ein blauer Stein. Danke. Wir spielen an dir. Vielleicht kriegen wir Cancer. Vielleicht kriegen wir noch ein blaues Herz. Unser Geld brauchen wir nicht mehr. Wir können uns auch noch Geld holen. So ist nicht. Live to die. Ja. Bitte Cancer. Einfach ein Cancer. High Priest, Devil, Tod. Nehmen wir den Tod mal mit. Oder? Nehmen wir High Priest mit. Und nehmen wir den Flatworm mit. Ich glaube, die Würmer machen mehr Damage. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kann das nicht schaden. So, da oben hatten wir gerade auch noch den. Ja, yo! Das war natürlich genauso geplant. Hier hatten wir auch noch den Geheimraum. Da sind auch noch mal Münzen drin. Ich bin so dumm. Ah, bin ich dumm. So, nein. Einfach sterben. Einfach sterben. So, wenn wir jetzt den Rock hier noch mal kurz mitnehmen vorher. Dann können wir uns noch ein bisschen Geld holen, indem wir einfach die Steine kaputt bomben. Was ist das? Der Joker. Yo, Joker. Ah, schade. You unlock. Oh, Entschuldigung. Das war mein Nintendo Wii Gamepad. Wir haben den Forgotten Horseman freigeschalten. Okay. Akzeptiere ich. Kein blaues Herz. Okay. Können wir den nochmal in die Luft sprengen? Wollen wir es mal probieren? Yo, das geht sogar. Na, was kriegen wir dann von dem? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Über Kreuz. Du kannst ja Tricks, Alter. Kriegen wir noch irgendwas von dem dann? Nee. Einfach gar nichts, okay. Hab ich verstanden. Ich glaube, ich habe verstanden, worum es hier geht. Ich wollte nie sein wie du. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. So. Alter, danke für das Geld. Die Firma dankt. So, dann legen wir da noch eine Bombe hin. Danke für das Geld. Die Firma dankt. So, ja, genau. Und dann kann ich noch eine Münze verwenden. Ja, super. Welche Karte wollte ich jetzt mitnehmen? Hier, die nehmen wir mit. Doch. Achso, aber erstmal ein Buch aufladen gehen. Also einen Raum müssen wir jetzt noch kurz machen. Aber ein aufgeladenes Buch wäre besser. Doch. Und da kriegen wir einen Raum geschenkt. Wenn das nicht nett ist, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich ratlos. Ratlos wie noch nie zuvor in meinem Leben.
schreibe ich ein Buch drüber. Cornel war ratlos. Wie noch nie zuvor in seinem Leben. Wird ein tolles Buch. Das Ding ist, wir können ruhig ein bisschen ausweichen, denn wir haben Homing-Tiers, die kommen schon an. High Priest, damit wir die erste Phase gut überstehen, weil die erste Phase ist, glaube ich, die schlimmste. Wir haben ja auch den Wafer, das heißt, wir kriegen nicht so viel Damage. Ist alles ziemlich gut. Safe Spot suchen, Isaac weiter anschießen, ausweichen, alles easy. Nein, was hat mich denn da getroffen? Das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Komm da. Ah, der schießt nochmal einzelne Tränen hinterher. Das wusste ich gar nicht. Also, vielleicht wusste ich das, aber habe ich irgendwie nicht so auf dem Tacho gehabt. Das war auf jeden Fall ein bisschen knapp, aber wir haben überlebt. Naja. Ja, diese Phase ist... Oh nein, na. Diese Phase ist wirklich relativ simpel. Und dann haben wir uns doch nochmal treffen lassen am Ende. Ah, ein bisschen viele Herzen verloren. So, wir holen uns nochmal eine Karte. Wir haben unser Buch, das ist gut. Wir holen uns nochmal eine Karte. Devil, Devil, den Tod. Oder ist es da? Wir nehmen den Devil. Ich glaube, der macht ihn stärker. Und dann gehen wir in die Kiste rein. Hallo? Ich habe das Polaroid mitgenommen, oder? Ja, natürlich. Die Musik, Alter. Und die Tür geht auf. Okay, ein HP-Upgrade. Das nehme ich natürlich mit. Muss ich da jetzt sofort rein oder kann ich erst... Oder kann ich erst... das Blue Baby besiegen? Ich glaube, ich google mal ganz kurz. Ich hoffe, die Aufnahme... Oh, bitte. Bitte geht die Aufnahme jetzt nicht kaputt. Kann man vor Mega Satan... das Blue Baby killen. Unlocking the Golden Door. Okay, meine Aufnahme läuft noch. Wrong. I killed him and I got you unlock. I have I don't know. Hilfe! Oh Mann! 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 You can okay. Okay. Also ich glaube, ich habe da jetzt einen Kommentar gesehen. Ein Kommentar, der reicht mir. Ich glaube, ich habe einen Kommentar gesehen, der mir sagte, dass ich erst das Blue Baby besiegen darf und dann immer noch zu Mega Satan kann. Das bedeutet, wir suchen das Blue Baby und es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Entweder rechts von uns oder nach unten. Ich gehe nach unten. Ist der längere Weg. So, ich hoffe, dass wir noch ein paar Kisten... Ja, wir haben kein Guppy's Tail, deswegen werden wir nicht so viele goldene Kisten finden, wie beim letzten Mal. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein paar blaue Herzen finden können. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja, rote Herzen sind natürlich auch wunderbar, ich weiß. Okay. Alter, nein, nicht so viel Damage. Wieso gehe ich... Hör auf mit deinen Sensen, Alter. Ohne Spaß. Oh, Mann. Ich muss das Buch öfters einsetzen. Alter, wie viele Sensen? Ja, was ist denn los hier? Was ist denn mit den Sensen los? Alter, scheiße. Stirb einfach. Oh, Mann, wir haben so viel Damage in dem Raum bekommen. Ah, zum Glück haben wir den Wafer. Ohne Spaß, der Wafer ist so stark gerade. Der macht das Ganze so stark. Alles, was wir haben. Wirklich, ich glaube, das wichtigste Item ist der Wafer. Alter,
Wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem. Wir haben ein riesen fucking Problem. Oh. Shit, shit, shit. Aber rote Herzen droppen bestimmt genug. Wir haben ja auch noch zwei Secret-Räume. Mal gucken, was wir da drinnen finden. Wenn blaue Herzen droppen, nicht aufsammeln, Cornel. Nicht aufsammeln. Einfach liegen lassen, okay. Das dürfte relativ... Alter, warum machen wir so wenig Schaden? Boah, warum haben wir so wenig Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Stirb! Stirb! Ja, wir haben echt... Boah, scheiße, wir sind Judas. Und wir haben das Sacred Heart, aber wir haben echt keinen guten Damage. Also, da wurde es auf jeden Fall ein bisschen schlechter gemacht. Denn im Vorgängerspiel war Sacred Heart einfach so stark. Hat einfach mega viel Damage gemacht. Okay. Ein weißes Herz, das nehmen wir. Alter. Pass bitte ein bisschen auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein. Oh nö. Oh mein Gott. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Frag mich aber nicht warum. Warum nicht? Frag mich nicht warum, wir können auch keinen Schaden bekommen haben. Ja doch. Ist einer tot? Nein. Ich dachte, man stirbt doch mal einer von euch. Ja, jetzt, weißt du, da gibst du mir nochmal ein Damage ab. Ah, richtiger Drecksack. Richtiger... Nee, nee, nee. Das hast du dir so gedacht. Das hat er sich so gedacht. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Nein, Alter. Ist natürlich auch ein Risiko, hier noch extra Räume zu clearen, aber was sollen wir machen, ne? Wir machen... Alter, wie wenig Damage wir machen. Okay, wir schaffen es nicht. Wir sind zu schwach. Krass. Trotz Sacred Heart sind wir zu schwach. Aber bist du zu schwach? Ist er zu stark? Ja, okay, das stimmt. Ich denke mal, er ist zu stark. Okay, er blieb direkt in meiner... Boah, wie die Bombe... Wie viel Leben habt ihr denn? Ihr seid der richtige Drecksäcke. Drecksäcke, verstehst du? Ah, ist ein Müllbeutel oder so. Okay, komm. Einfach sterben jetzt. Einfach... Du darfst. Du darfst sterben, wirklich. Okay, der eine ist tot. Der andere auch. Okay. Drop, ja, okay, ein halbes Herz. Ach, wir haben ja noch Little Chat dabei. Der spawnt ja auch die ganze Zeit Herzen. Ne, wichtig, halbes Herz. Okay, wir gehen jetzt mal zum Blue Baby und probieren es zu töten. Schauen mal, wie es läuft und dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter, wie der Hase läuft. Okay, wir setzen Devil einfach ein, weil... Ja. Doch. Ah, fuck. Hab ich nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen? Hab ich gesehen? Alter, schwierig. Alter, schwierig. Oh, das ist ja richtig schwierig, wenn man nicht overpowered ist. Okay, zweite Phase. Die dürfte funktionieren. Wir haben halt auch überhaupt gar keinen Schutz, ne? Das ist immer so eine Sache. Okay, hab ich nicht gesehen. Jetzt fliegt er rum. Spawn fliegen, damit kann ich leben. Oh, hä, wo hast du dich hin teleportiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich sage. Es tut mir leid. Okay, Alter. Wir sind halt auch nicht sonderlich... Also wir sind schon stark, aber es fehlt einfach Schaden. Das ist, kann man schon so sagen. Ups, Entschuldigung. Okay, wir können Mega Satan angucken, aber das ist so ein nur gucken, nicht anfassen. Wir probieren natürlich alles, ne? Es ist ganz klar, wir werden hier jetzt nochmal gucken, was die Räume so für uns über haben, damit wir da auch ein bisschen, ja, müssen wir halt mal gucken. Oh nein, oh nein, oh, ist natürlich richtig dumm, wenn du dann Damage kriegst. Ist natürlich richtig dumm. Welches Auge gehört denn jetzt mir? Das da, oder? Bleib einfach da. Nicht hochspringen, nein. Ich kann noch über ihm stehen. Es geht noch. War zwar knapp, ne? Musste ich ein bisschen die Luft anhalten. Ein bisschen mit dem Bauch einziehen, aber es hat funktioniert.
Okay, wir können uns nochmal voll heilen. Das ist eine positive Sache. Die dürften nicht so stark sein und dann haben wir nochmal einen Secret-Raum. Vielleicht ist da ja nochmal ein blauer Automat drin oder vielleicht auch ein roter, der uns ein paar blaue Herzen spendet oder vielleicht auch Pretty Flies. Mal gucken. So 15 könnten nicht schaden. Oder rote Herzen, ne, ist auch gut. Ist auch gut, mal gucken. Nee, nur Münzen. Na. Die können wir gebrauchen, natürlich. Richtig doll. Richtig doll. Aber vielleicht finden wir noch einen Bettler. Wer weiß es schon so genau? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Wisst ihr es? Hm? Nee, eben nicht. Komm mal mich angreifen. Ich würde dir gerne eine Bombe ins Maul legen. Ah. Hm. Nein, nein, nein. Ah. Wir haben auch zwei Fliegen. Krass. Noch eine, dann würden wir die Fliegenform kriegen. Die hatten wir auch noch nicht. Mega Fetti. Und Mega Fetti. Im Duo. So ein bisschen wie... jetzt fällt mir kein cooles Duett ein. Duo. Nee. Lassen wir das. Ach, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, um die Stimmung aufzuheitern, aber... Ja, spring mir genau vor die Fresse. Wie viel Damage ich hier bekommen habe, ne? Hat sich in keiner Weise gelohnt. Sieht nach einem... Oh, nicht ganz so schwierigen... Raum aus. Ist auch eigentlich nicht so ein ganz schwieriger Raum, aber... Ja, hör doch mal auf mit deinen Bomben, ey. Eine Karte. Ja, wir haben The Sun gefunden! Wie krass ist das denn? Das heilt uns... Das heilt uns komplett voll! Das könnte nochmal alles verändern. Das könnte nochmal alles drehen. Aber wir schaffen Mega-Satan trotzdem nicht, glaube ich. Der soll so stark sein. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal volle Herzen. Und wir haben den Wafer. Das ist halt einfach echt stark. Oh, Little Chat, spawn doch nochmal ein Herzchen oder so. Oh, shit. Ja, genau, verpiesel dich mal. Okay, er ist down. Kann er uns hier überhaupt treffen, hier hinten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wunderbar, wunderbar. Aber wir kriegen trotzdem immer noch keine Herzchen. Mann, was ist denn los mit dir, Little Chatty? Okay. Okay, einfach ein bisschen konzentrieren. Wir haben auch Bomben zur Not. Hä? Ich wollte gerade sagen. Die hat er doch gefressen. Ah, okay. Sind natürlich nicht so schwierige Bosse. Da kannst du schon mit auskommen. Jetzt nur nicht treffen lassen, sonst wird es richtig peinlich. Oh mein Gott, wir sehen gleich zum ersten Mal Mega-Satan. Wer jetzt noch dran geblieben ist, der wurde belohnt. Hoffe ich. Ich bin mega aufgeregt, weil ich ihn nicht kenne. Oh, mein erstes Mal. Das ist jetzt aber wirklich Mega-Satan, Leute. Ich habe euch das ja schon mal gesagt. Oh, ich habe Mega-Satan gefunden. Dabei war es nur The Lamp. Was heißt nur, ne? Ist auch krass, aber... Kann man schaffen. Oh, fuck. Das ist halt immer schade. Ein ganzes Herz verloren. Ah, die Bosse sind eigentlich nicht so schwierig hier, Gerdy Junior. Alter, drop doch mal ein Herz. Was ist denn falsch bei dir? Okay, die haben natürlich nicht so viel Leben, deswegen einfach drauf da, einfach drauf, immer schön drauf, immer schön drauf. Scheiße. Ah, ist auch nicht so der krass schwierige Raum, ne? Aber ist natürlich viel los. Kann man mal einen Treffer kassieren? Es kann passieren, ja. Wir haben auch 9 Leben, das bedeutet, wenn uns Mega-Satan gleich töten sollte, dann
Können wir uns danach auch noch 500 Mal von ihm töten lassen. So als Dankeschön. Yeah. Wir dürfen dich noch ein paar Mal sehen, wie du uns tötest mit einem Herz. Okay, immerhin 1,5 Herzen. Das macht ja schon fast wieder ein bisschen gut, was hier passiert ist. Okay, Leute. Jetzt haben wir echt alles abgesucht. Jetzt ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Judas vs. Mega-Satan. Alter. Was passiert hier? Ja! Was ist denn mit dir los? Ja, ja. Okay, okay. Okay, ja. Na gut. Ja, gut. Was soll ich sagen, ne? Ja! Das ist ein Brimstone. Das sehe ich ein. Muss ich die Hände besiegen? Worauf muss ich denn... Okay, okay, ja, okay, das war schon mal gut, mein Punching Bag, Alter. Leute, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß es nicht. Wir können nicht runterfallen an den Seiten, oder? Okay, okay, wunderbar. Wir haben eine Hand tot. Wir haben beide Hände tot. Was passiert hier? Das ist Lust. Ich habe Lust auf diesen Kampf. Ich bin der... Hast du ihn gerade selber getötet? Ja, gut. Mir soll es recht sein. Ja, setz doch mal dein Buch ein. Kollege, bist du doof? Hallo, ich grüße euch, ihr seid jetzt tot, das ist, Alter, wenn du hier nicht fliegen kannst, bist du ja mega aufgeschmissen. Alter, was ein krasser Kampf. Wir haben The Sun, wir müssen sie einsetzen, aber nicht zu übereifrig. Er hat seine Hände wieder, ich hab die doch getötet, was soll denn sowas? Okay, ja, das ist okay, ja, oh nee. Alter, ja, richtig gut gemacht. Hast ihn richtig weggewämst, ey. So hätte ich es auch gemacht, wenn ich so ein Pferd hätte wie du, aber ich habe ja nicht so ein Pferd. Und jetzt kommen wir nicht auf die... Nee, jetzt kommen wir nicht auf die Tour. Ich wäre gerne ein Freund von dir, aber wir müssen uns töten. Der hat auch keine HP-Anzeige. Der hat uns getroffen. Alter, entspann dich. Du musst doch nicht direkt so aggressiv werden. Aufpassen vor seinem... Alter, oh mein Gott. Das ist doch pures Glück, was hier passiert. Er hat mich nicht getroffen. Was soll ich denn machen? Er hat mich halt einfach nicht getroffen. Ich bin halt der krasseste Typ der Welt. Noch 1,5 Herzen. Wir dürfen The Sun auf jeden Fall nicht zu spät einsetzen. Wir müssen darauf achten. Er geht immer in den Hintergrund, wenn wir die Hände töten. Aber vielleicht ist das richtig. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Ey, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß halt nicht genau, was ich machen muss und ob ich das richtig mache. Seid ihr auch so aufgeregt? Stellt euch mal vor, ich töte den. Was passiert denn dann? Dann habe ich ihn tot. Ey, das ist so krass, Leute. Es ist so krass. Ich fühle mich... Das fühlt sich so gut an gerade. Oh, es ist einfach richtig komplett neuer Content. Vielleicht habe ich die Leute zu langsam getötet, weil seine Hände... Nee, Alter. Schneller, viel schneller geht nicht. Seine Hände regenerieren halt, ne? Aber das soll, glaube ich, so sein, oder? Oder muss ich auf sein... Genau. Aber unser Schaden ist gut. Unser Schaden ist... Ups. Okay, auf unsere Herzen achten. Nicht, dass der gleich einen Angriff kann, womit er uns 3 Herzen Schaden macht. Das wäre richtig scheiße von ihm. Das wäre richtig scheiße. Wenn wir seine Hände töten, dann spawnt der Gegner. Wenn wir beide Hände töten, geht er in den Hintergrund, oder? Die Gegner sind schon tot. Oh mein Gott, ein schwarzer Engel. Alter. Der sieht ziemlich... Ich setze sie jetzt ein. Ich habe zu viel Angst. Ich will es nicht riskieren, wirklich. Dieses halbe Herz hat es geschenkt. Wirklich, geschenkt. Stell mal... Oh, wir kriegen... Kann ich also auch die Engel... Ich bin überfordert, Leute. Kann ich die Teufelsstatuen auch in die Luft... jagen? Sind das die Engel von den Teufelsstatuen oder wie funktioniert das? Ich weiß es doch nicht.
Ich weiß es doch nicht. Die Musik ist so friedlich. Warum? Das ist doch hier. Der Schein trügt, oder wie sagt man? Ich töte dich, Satan. Ich töte dich. Es ist auf jeden Fall ein cooler Bossfight. Warum ist die Musik so friedlich? Was ist passiert? Oh, 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 Entschuldigung. Ey, du musst ja nicht direkt übertreiben. Was ist passiert? Hallo? Wohin gehst du? Was zum Teufel? Natürlich! Natürlich! Was ist denn bei ihm los? Alter, die Oh mein Gott. Alter. Okay, richtig krass ausgewichen. Ich bin einfach der Macher, Alter. Ich bin der Macher. Ich bin der Macher vom Block. Mein Punching Bag macht mir ein bisschen den Weg frei. Und mein Plop auch. Mein Plooper, Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum ist die Musik so friedlich? Das machen die ja mit Absicht. Um mir Angst zu machen. Oder so. Immer hinter meinem Punching Ball bleiben. Der macht mir ein bisschen Platz. Ich mache aber gut Damage. Ich mache doch gut Damage. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Wo soll ich denn da ausweichen? Wo soll ich denn da ausweichen? Ich wurde getroffen. Ich habe das weiße Herz vergessen. Warum denke ich jetzt an das weiße Herz? Ich weiß nicht. Alter, nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf, Kollege. Hör auf. Alter, ohne The Wafer ist es nicht möglich. Alter, hör bitte auf. Hör bitte auf. Hör da und dann... Nee. 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 Ich habe ihn nicht tot. Ich habe ihn nicht getötet. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn getötet. Ich habe es geschafft. Ich bin... Oh mein Gott. Der lebt noch. Der kommt gleich und tötet mich. So, boom. Alter, nein. Ich habe ihn nicht getötet. Ich war das nicht. Das ist einfach so passiert. Alter, was ist das für ein Ende? Ich habe ihn nicht... Nein. Ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Alter, ich krieg Gänsehaut. Alter, Alter. Ich krieg Gänsehaut. Krass. Boah. Ich hab ihn getötet. Ich hab mega satt. Alter, ohne den Wafer, no way. Wirklich keine Möglichkeit ohne Wafer. Und ohne, Alter, dass ich die Sun-Karte gefunden hab. Ah. No way, Alter. Krass. Wir kriegen nichts. Wir kriegen nichts, außer das Ende. Aber das reicht mir. Oh, wir haben Megasatan getötet. Alter. Leute, wir haben Megasatan getötet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung riesig freuen und über eure Meinung. Und was sagt ihr dazu? Ich hatte Gänsehaut, wirklich. Ich habe ihn wirklich besiegt. Wie krass war denn dieser Kampf? Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Musste ich die Hände töten? Oder hätte ich nur aufs Gesicht gehen sollen? Mehr. Keine Ahnung, ich bin mega aufgeregt gerade. Ich habe ihn einfach getötet. Ey, richtig bam bam in die Fresse. Ich verabschiede mich jetzt, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben. An alle Leute, die damals geschrieben haben. Damals, vor ein paar Parts. Cornel, das ist nicht der echte Mega-Satan. Da habt ihr den echten Mega-Satan. Bam in your face. Ja, ich verabschiede mich. Tschüss und bis dann und auf Wiedersehen, euer Cornel.